Wir schreiben das Jahr 1733 im Jahre des Herrn. Eure kleine Gruppe aus eingefleischten Jägern ist bereits seit einiger Zeit zusammen. Seit 6 Monaten zieht ihr gemeinsam umher. Ihr habt einem Kloster beim Umziehen geholfen. Ein Sphärenriss hat die Mauern bedroht, weshalb ihr mit 20 anderen Mann den Mönchen Geleitschutz gegeben habt. Ihr seid die einzigen Überlebenden. Die Waldpfade dieser Tage sind dunkel und finster. Der Schnee ist nun bald nicht mehr fern. Nach langer, endlosen Wegen kommt ihr nun endlich in einem Dorf an. Brandspuren und matschige Wege lassen sich hier erkennen, dass dies wohl einst ein sehr viel größeres Dorf war. Immer noch riecht es nach Asche in der Luft. Ein lieblos hingehängtes Holzschild verkündet Jakobsheim. 40 Häuser, eine Kirche und 30 Bewohner. Das Land ringsum besteht größtenteils aus unbestelltem Ackerland, einigen finsteren Wäldern sowie einem sumpfigen Tal. In dem Dorf findet ihr die Herberge zum Ochsen, in die ihr nun erschöpft und müde einkehrt. Es dämmert bereits, als ihr euch in den Schankraum begebt, um vielleicht noch etwas zu essen, etwas zu trinken, bevor ihr dann ins Bett fallt. Na gut, Jungs, einmal rein. Sieht ja aus, als wäre hier immerhin das Dach ein bisschen dicht. Ob sie noch Wein haben? Na, ja, bezahlt, dass wir was zu trinken bekommen. Als ihr die Taverne betretet, könnt ihr sehen, wie wohl ja das Dach etwas gelitten hat, aber ja, hier wird man hoffentlich noch ein trockenes Plätzchen finden. Als ihr die Tür aufmacht, könnt ihr erkennen, gähnende Leere. Auch hier ist es kalt, kein wirkliches Holzfeuer, was euch wärmt, nur noch ein ganz kleiner Ofen, der in einer der Ecken steht. Neben dem Wirt gibt es nur noch eine Person, die hier neben ihm sitzt und sie sich leise unterhalten. Der Wirt nickt euch einfach nur stumm zu. Nicke zurück, hänge meinen Hut an den erstbesten Haken, der hier irgendwo hängt, und schlendere mal gemächlich zum Tresen hinüber. Blicke mich nochmal in der Taverne um, ob irgendwo in den Ecken irgendwelche Schnapsleichen liegen, die man immer sehen hat. Oder ob es hier wirklich so totenleer ist, wie es scheint. Gähnende Leere. Ich würde mich mal vor den kleinen Ofen stellen und versuchen, mich ein wenig an der kleinen Flamme aufzuwärmen. Ja, das Feuer ist schon fast heruntergebrannt. Du kannst noch sehen, wie es wohl einen großen Feuerkorb gibt. Da liegt allerdings auch nur noch wenig Reisig drin. Kein wirklich frisch gehacktes Holz. Es ist wirklich sehr, sehr kalt. Auch am Ofen. Ja, ich lege direkt den Tisch so nah am Feuer, wie es geht. Und stelle die Muskete hinter mir an die Wand. Und lege die Füße dann mal auf den Tisch. Na, Johann lehnt seinen großen Streithammer an die Wand und reibt sich einmal die Hände und geht dann auch zum Tresen. Ah, ein Bier bitte. Im Namen der Herren, ein Bier? Ich kann euch ein bisschen Dünnbier anbieten. Viel haben wir nicht mehr. Blick nochmal über meine Schulter in den leeren Saal. Naja, immerhin auch niemand hier, der es wegsäuft, was? Nee. Nee. Was ist denn los? Was ist niemand hier, der was saufen muss? Na, wir haben keine Zeit dazu, mein Herr. Wo kommt ihr denn her? Aus dem Wald? Ihr seid aber keine Hexer, oder? Nee, da kommt die Straße runter. Ein schon unbequemer Marsch gewesen. Ja, kalt da draußen. Aber setzt euch, ihr könnt auch gern noch den Rest Reisig nachlegen. Viel hab ich nicht. Wollt ihr auch ein Zimmer oder wollt ihr des Nachts weiterziehen? Ein Zimmer klingt gut. Ein Zimmer klingt sehr gut. Warum hat denn keiner Zeit zum Trinken? Ich meine, das ist doch das Einzige, wofür man dieser Tage noch Zeit hat. Naja, wir müssen sehen, dass das Dorf zusammen bleibt. Ich meine, er deutet so ein bisschen auf den Einzigen, der gerade halbversetzt vor ihm sitzt. Guckt euch so ein bisschen aus trüben Augen an, lässt den Kopf so ein bisschen hängen. Wirklich betrunken ist er nicht, aber sieht wohl traurig aus. Naja,
Wir haben viele unserer Männer verloren. Nur noch die alten, Schwachen oder die Kinder, die hier sind und naja, die suchen Feuerholz für den Winter. Oder jagen das übrige Wild, was es noch irgendwo gibt. Hat man keine Zeit zum Trinken. Zeiten sind überall hart. Aber ich habe auch noch ein bisschen Suppe da. Die ist zwar kalt, aber naja, müsst ihr euch dann haltet die einfach über den Ofen oder so und dann vielleicht wird sie ein bisschen warm. Ich bringe euch das Bier. Wasser solltet ihr hier nicht trinken, auch wenn wir am Fluss liegen, aber dieser Tage, wenn ihr nicht krank werden wollt, trinkt das Bier. Auch wenn es nicht so lecker schmeckt. Das ist doch immer so. Na gut, besten Dank. Und weiter alles zu schätzen, was man noch kriegen kann. Johann brummelt irgendwas Unverständliches in den Bart. Ich fisch dann erstmal nach dem Suppenkessel, wenn er hier irgendwo steht. Ja, du kannst wohl sehen, wie wohl der Suppenkessel so ein bisschen neben der Bar hängt. Gab wohl mal eine ehemalige Feuerstelle, aber die ist auch schon längst kalt. Und du siehst wieder wohl so ein, ja, eine schwarze, wässrige Suppe. Ein paar Bröckchen von ja, Fleisch angedeutet und auch ein paar Knochen, die da rumtreiben. Das ist wohl, ja, schwarze Blutsuppe. Ja, ich nehme diesen Kessel ab. Geh damit in Richtung des Ofens, der Feuerstelle an der Seite. Riech nochmal dran. Oh, naja. Und stepp ich neben dem Klaus. Die letzten zwei Kanicke ruft euch noch hinterher. Was hast du denn da angeschleppt? Ich glaube, das soll das Essbare hier sein. Allerfeinste Süppchen. Es beschwert euch nicht. Was Besseres kriegen wir nicht. Den nächsten drei Wochen könnt ihr wieder Zwieback essen. Lass mich raten, Wein hatte er auch keinen. Ich meine, ist Bier nicht auch nur Wein von der Gerste? Ja, der Wirt kommt dann auch relativ fix mit einem, ja, Bierkrug in der Hand an und stellt ihn euch dann vor sich hin, beziehungsweise stellt dann noch ein paar Becher aus Holz daneben. Könnt wohl sehen, wie das Bier etwas abgestanden ist, wirklich sehr wässrig und Schaum auf der Oberfläche gibt es nur sehr wenig. Ja, was man eben als Jäger so kriegen kann. Verzeihung, nein, Wein, davon hat mir meine Oma erzählt. Ah, zu Hause in Bräukelen, da hatten wir noch zwei Pullen im Keller liegen. Vermutlich liegen die heutzutage immer noch da. Vielleicht sollten wir mal bei euch vorbeigehen. Ihr müsst ein reicher Mann sein. Gewesen. Ah. Soll ich fragen, was passiert ist, oder ist die Geschichte genauso traurig wie die von allen hier? Ist genauso traurig wie die von allen. Und mir mittlerweile auch ziemlich langweilig geworden. Erzählt lieber mal vom Dorf hier. Was? Irgendwas Interessantes passiert in letzter Zeit? Was Interessantes passiert? Was heißt interessant? Der letzte Vorfall ist 5 Jahre her. Als die Blutengel kamen, zumindest nennen wir sie so. Waren wohl keine richtigen Hexen, aber irgendwelche Frauen, die hier in der Gegend umherzogen, plünderten und mordeten. Irgendwelche Dämonen aus der Hölle. Die anderen Dörfer hatten sie einfach nur Weiber von Lucifer genannt, aber... Naja, wir haben unsere Männer noch rausgeschickt, die wir hatten. Die restlichen sind hier geblieben und seitdem haben wir sie nicht mehr wieder gesehen. Also weder die Blutengel noch die Männer von uns. Zuckt so ein bisschen mit seinen klapprigen Schultern nach oben. Naja. Johann schüttelt den Kopf, machst überall das Gleiche. Ja, zumindest bin ich froh, dass... Was heißt froh, aber... Ich höre ja sonst nichts aus anderen Ländern oder Gegenden. Nirgendwo viel besser. Zumindest nicht auf die, wo wir waren. Wir sind da all auf die Geschichten von den Reisenden gespannt, was die so zu erzählen haben. Aber ob ich das wirklich wissen will, was ihr so erlebt habt... Ja, ihr seht wie mutige Krieger aus. Hexenjäger? Ah, ey. Hexenjäger. Wie viele habt ihr denn schon? Oder darf man das nicht fragen? Ich
Ich glaube nicht, dass jemand von uns mitgezählt hat. So viele schon, ja. Dann, ja, er deutet noch so ein nicht bisschen. Genug. Er deutet so ein bisschen verloren auf die Suppe vor sich und das Bier, was da in diesem großen Krug schwimmt, die letzten Blasen, die noch platzen. Dann seid ihr wohl eingeladen. Ich meine, selbst wenn ihr Geld bezahlt, es gibt halt keinen, der es aktuell braucht. Na. Ach, vielen Dank dafür. Das macht einem. Macht einem die Arbeit ja doch ein wenig schmackhafter, nicht wahr? Am Thema Arbeit. Hat irgendwas gehört, wo man Jäger brauchen könnte? Nein. Wir sind froh, wenn wir davon verschont bleiben. Wie gesagt, vor 5 Jahren hätten wir euch brauchen können, aber. Glaub mir, ich komme auch lieber an einen Ort, in den man es nicht braucht. Na gut, Jungs, kann man es einen ruhigen Abend machen, nicht wahr? Ausnahmsweise mal. Ausnahmsweise, das wäre echt schön. Ja, wenn ihr noch was braucht, ich weiß zwar nicht, was ich euch geben kann, aber ich vermute, das sagt man so. Man macht euch nicht mehr Umstände als nötig. Wir kommen zurecht. Danke. Ja, dann. Er nickt, überlegt noch, ob er irgendwas sagen soll und dreht dann aber auch ab. Ist wohl wirklich ziemlich hager, der Mann. Auch alt, schwach. Geht dann wieder zurück und nickt dann dem anderen, sehr traurig reinblickenden Mann an dem Tresen zu. Ja, Johann greift zu dem Krug und fängt an, in die vorhandenen Becher Dünnbier einzuschenken. Guckt ein bisschen missmütig die Brühe an. Na, dann auf den edlen Spender und man erhebt das beziehungsweise den Becher. Auf den edlen Spender. Prost. Zum Wohl. Prost. Ich rühre noch ein bisschen gelangweilt in der Suppe, warte darauf, dass die irgendwie mal ein bisschen anfängt zu blubbern. Naja, wirklich warm wird die bei dem Feuer nicht mehr. Man kann noch nicht mal von lau sprechen, sie ist aber zumindest nicht mehr eiskalt. Ja, haut rein, was Besseres kriegen wir nicht, also nicht. Dann stelle ich den ganzen Kessel einfach auf den Tisch. Immer eine Idee, wo wir als nächstes hinwollen? Irgendwo hin, wo es Wein gibt. Oder richtiges Bier. Kann ja schauen, ob Frankreich noch steht dieser Tage. Ja, lieber nicht. Im besten Fall ist immer noch alles voller Franzosen. Hast du was gegen Franzosen? Nichts, was hilft, das weißt du doch. Na, dann bleiben wir dabei. Das größte Problem mit den Franzosen ist, dass kein Mensch sie versteht. Ich weiß nicht. Aber du verstehst mich doch. Ich wollte auch gerade sagen, ich verstehe unseren Bären eigentlich ganz gut. Meistens. Das war auch nicht sprachlich zu interpretieren. Gibt es irgendetwas, was ihr jetzt noch vorhabt, außer die Suppe zu trinken, ja, das dünne Bier, dann einfach etwas Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Ja, wenn ich ein bisschen gegessen, ein bisschen getrunken habe und die beiden immer noch betreten an der Kneipe, am Tresen stehen, gehe ich dann nochmal hin. Lass mir einfach ein bisschen was über die Gegend erzählen. Also welche Ortschaften gibt's noch, welche gibt's nicht mehr. Aus dem Norden über den Fluss rüber hört man gar nichts mehr. Da, ja, ich weiß nicht, wird halt sumpfig und wir haben noch 2 Späher verloren und haben es dann aufgegeben. Im Süden gibt es wohl noch eine Straße. Da kommt man wohl relativ schnell dann Richtung Dresden, habe ich mir sagen lassen. Aber ob es das noch gibt, weiß ich nicht. Natürlich schlecht, sagt Marius. Hat er ja einiges an Verwandtschaft noch da. Dresden? Ja, dann. Mhm. Ich
weiß nicht, wenn ihr vorbeischauen wollt. Ihr kommt jetzt aus dem Westen oder wo kommt ihr her? Ja, ich guck die anderen an. Oi, westwärts. Habt ihr eigentlich was Neues aus Rom gehört? Rom? Rom gibt's nicht mehr. Meine Oma hat mir davon erzählt, dass es wohl überfallen wurde, aber... Naja, seitdem... Man hört ja nichts. Man ist ja, wie gesagt, auf so Leute wie euch angewiesen. Wir haben nichts Neues gehört. Nach dem, was man hört, ist Rom mitsamt dem Papst direkt in die Hölle gefahren. Aber vielleicht sind auch das nur Geschichten. Man weiß es ja nicht. Ich habe wohl von einem Franzosen, von einem Breton, der neulich hier war, habe ich wohl gehört, dass sie wohl in Paris, da haben sie wohl eine neue Energiequelle entdeckt. Ich glaube, die kann man sogar als Waffe benutzen, sagt er, aber wirklich viel weiß er nicht. Ich glaube, da haben sie die Seelen oder sowas haben sie gefangen oder Geister. Seelen, nicht davon habe ich gehört, ja. Vielleicht sollten wir doch wieder nach Frankreich ziehen. Vielleicht ist das ja, wie weit das weg ist. Vielleicht ist das ja eine Hoffnung oder so. Vielleicht können ein Mann wie ihr, anfangen. Ich weiß ja gar nicht, wo der Ursprung von dem Ganzen ist, weil meine Oma hat mir schon erzählt, dass es damals schon so war, aber ich hoffe einfach, dass es irgendwann normal wird. Früher gab es wohl keine von diesen Hexen. Es wird genau so ein Ding wie die letzten fünf Wunder, von denen man angeblich aus irgendwelchen uralten Gräbern gezerrt hat oder von irgendwelchen Hexen direkt aus der Kehle geschnitten. Alles Humbug. Oh, aber nichts aus Gräbern ziehen. Mit Nekromantie will ich nichts zu tun haben. Wir auch nicht. Und während er das sagt, könnt ihr einen langgezogenen Schrei hören. Irgendeine alte Frau, die draußen entsetzliche Todesqualen brüllt. Jan springt auf und greift seine Muskete wie aus einem Reflex. Springe vom Tresen auf. Zische den anderen nochmal zu, falls irgendjemand das nicht gehört haben sollte. Geh mal langsam zur Tür. Die Arbeit muss. Und nicke dem Bären mal zu, er soll sich in Position begeben. Ja, der steht auch dabei, seine Muskete schussbereit zu machen und dann Richtung Tür zu gehen. Ich stürze noch hektisch mein Bier herunter und folge den anderen. Und mit einer Hand an den Türgriff gelehnt. Alle bereit? Ja, ich gehe voran. Als ihr die Tür nach draußen aufstoßt und die Kälte des nahenden Winters euch wieder einhüllt, könnt ihr gleichzeitig mit dem Öffnen der Tür ein Klirren von so etwas wie Fenster hören. Irgendetwas weiteres geht zu Bruch und einen weiteren Schrei. Ihr könnt dann direkt vor euch in der Dämmerung erkennen, wie wohl eine Frau über den kleinen restlichen Dorfplatz hinüberrennt und verzweifelt in Richtung der Kirche huscht. Und dann könnt ihr sie hören. Stöhnen. Ächzen. Die Leichen haben sich erhoben und kommen aus ihren Gräbern, wo auch immer sie herkommen, aber ihr könnt sie jetzt erkennen, wie sie an dem Dorfplatz entlang, ja, grob in eure Richtung kommen. Es sind viele. Okay. Wie viele Fenster hat diese Kneipe? Ich muss gerade mal schauen. War so 2, 3... Wird sie wohl haben. Ich blick die anderen mal kurz an. Kirche oder Kneipe? Kirche. Kirche. Das ist die auf der Insel, oder? Richtig. Ah, okay, Kirche. Das verteidigen. Ihr war der Wirt. Wir haben Probleme. Mitkommen. Was? Ja. Ich vertraue euch. Bruno, komm mit. Dann schiebe ich mich hinter Johann zur Tür raus. Johann wischt sich einmal mit dem Handschuh übers Gesicht. Naja, schauen wir mal. Dann nochmal an die beiden, nennen wir sie einfach mal die Zivilisten. Oh,
Rennt zur Kirche, bleibt nicht stehen, egal was passiert. Wir sind direkt hinter euch. Los! Ja. Was ist denn mit den anderen? Alte, Schwache. Sie können nicht zur Kirche. Schlag die Glocke. Den Rest müssen die Leute erledigen. Die ist schon lange zerstört, mein Herr. Sie liegt unten zertrümmert auf dem Boden. Und schlagt irgendwas anderes Lautes wie Bretter. Ja, wir laufen. Flucht, dafür werde ich nicht bezahlt. Versucht so viel herauszukriegen wie möglich. Wir werden ein bisschen Ablenkung schaffen. Ja, ich glaube, wenn wir laut genug sind, dann sollten wir sie auf uns lenken können. Na gut, Jan, dann sei mal laut. Ja, man würde dann doch direkt seine Spezialfähigkeit benutzen wollen und zweimal mit der Muskete schießen. Okay, wir gehen in Kampfrunden. Vor euch tauchen sie auf. Viele, viele verwesende, rottende Körper. Ihr könnt sie riechen. Ja, sie strahlen eine Aura von Verfall und Dunkelheit aus. Sie riechen nach Erde und Sumpf. Wir wechseln auf die Kampfkarte des Dorfes. Hier die kleine Taverne, aus der ihr gerade rausgekommen seid. Hier der Dorfplatz. Ich muss gerade mal schauen. Wo ist unser Musketenschütze? Das ist dieser hier, ne? Genau. Gut. Wir haben überall um euch herum einige Untote. Und du hast den Kampf begonnen und kannst daher von meiner Seite aus die erste Initiativrunde bzw. erste Kampfrunde übernehmen. Und danach wechseln wir ganz normal in den Initiativmodus. Gut. Der Musketenschutz. Genau. Wie gesagt, ich möchte auf jeden Fall meine Fähigkeit benutzen, einmal im Kampf ein AP für eine Schusswaffe weniger zu brauchen. Ja. Damit kann ich mit 5 Punkten zweimal mit der Muskete schießen. Da sie vor allem auch noch nicht an mich dran sind. Genau. Wir schauen einfach mal drauf. Normalerweise kostet der Schuss mit einer Muskete 3 Aktionspunkte. Wenn du jetzt deinen Punkt bzw. die Fähigkeit ausgibst, kannst du ihn einmal auf 2 senken. Insgesamt hast du wie viele Aktionspunkte? 5. Ich glaube, hier sind 4 eingetragen. Moment, wo stehen die? Auf der zweiten Seite des Charakterbogens. Dann 4. Dann genau, weil du eine mittlere Rüstung anhast mit dem Panzerwert 2. Ja. Nee, dann hatte ich mich vertan und hatte eben nur das Allgemeine mitbekommen. Kein Problem. Dann, Moment. Ich würde einfach mal sagen, du kannst... Dann könnte ich allerdings alternativ den Effekt Feuerregen nutzen. Richtig. Und der kostet mich auch keine Idee, wenn ich das richtig sehe, was noch viel besser ist. Mit dieser Jägerkraft lassen sich Bandengegner schnell dezimieren. Genau, du kämpfst gegen eine Bande der Stufe 1. Du kannst als Aktion einen Schuss mit der Muskete in die Luft ausführen. Wie bei einem normalen Schuss mit der Muskete muss das alles frei stehen. Genau, du stehst frei. Du opferst 3 AP und musst einmal auf deine Muskete würfeln. Genau, dann kannst du das einmal bitte tun mit den Hexenwürfeln. Du hast einen Fertigkeitswert von 7, also nimmst du 7 Hexenwürfel. Für jeden Erfolg dieser Probe darf Jan einen freistehenden Gegner der Bandenstufe 1 entfernen. So, du hast 1, 5, 2, 5 und 3, 5. Sind 3 Erfolge. Ja. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Okay, dann stehst du hier und schießt eine, ja, mehrere Salven in Richtung von 3 Gegnern, die dann, mit zersprengten Köpfen auf den sumpfigen Boden klatschen. Welche möchtest du entfernen? Ich denke, die oben rechts sind so in bester Schussbahn, ohne dass man da groß erklären müsste, wie man an Häuser rumkommt. Ja, perfekt. Dann beschreib doch einmal bitte die Szenerie. Ja. Jan stellt sich auf, legt die Muskete auf die Gabel auf, wie es so üblich ist, zielt einen Augenblick lang und schießt in einem hohen Bogen Richtung, was ist das? Ist das Nordwest ausgerichtet? Richtung Nord ausgerichtet die Karte, dann wäre es genau, Richtung Nordosten auf eine kleine Gruppe von Gegnern.
die sich dann in ihre Einzelteile zerlegen. Genau. Gut, dann gehen wir jetzt in die erste richtige Kampfrunde, nachdem ihr begonnen habt. Die höchste Initiative von euch hat Jan. Das bist ja. Du hast eben schon geschossen, bekommst meinetwegen noch einen zweiten Schuss. Dann würde ich mich kurz ein bisschen weiter Richtung Platzmitte bewegen. Das sagtest du, geht umsonst. Genau. Um dann auf den nächsten Gegner mit der gleichen Technik zu schießen. Kannst du so viele benutzen, wie du möchtest? Ich habe nichts anderes eben gelesen in den Seiten. Ich glaube, du musst für die Jägerkraft, musst du dafür Coupe zahlen? Weiß ich gerade gar nicht. Nein, das steht oben sonst bei, wenn ich Ideen bezahlen müsste. Okay, ja genau, super. Dann kannst du nochmal den Feuerregen benutzen. Genau. Also das gleiche wie vorhin. Hast du wieder deine 7 zur Auswahl? Das ist ein Esprit mit der 1, 2 Sechsen, eine 5 sind 3 Erfolge und der Esprit verfällt. Ja, das dürften dann die nächsten 3 im Osten gewesen sein. Richtig. Nachdem Jan nachgeladen hatte, sprich Muskete auf den Boden gesetzt, Pulver, Kugel, Verdämmung eingestampft, wieder aufgelegt und gezielt hatte, mit ähnlicher Technik niedergestreckt hat. Die unglaubliche Präzision, mit der Jan sich jetzt auf die Gegner einschießt, ist fast unheimlich, so kennt ihr ihn. So hat er eure Leben schon zahlreiche Male gerettet. Dann mit der 7, Klaus, Marius oder Klaas, ihr könnt euch aussuchen, wer als erstes möchte. Ich lasse euch den Vortritt. Kostet Reden mich ab, hey, oder kann ich hier so viel schwafeln, wie ich möchte? Du kannst im Prinzip, gibt es da keine Begrenzung, aber wenn du jetzt sowas wie Redekunst benutzen möchtest, um jemanden zu ermutigen, würde ich da AP für verlangen. Nee, erstmal, gut, Jan, weiter so, gib ihn Zunder. Johann, wir machen hier links die Häuser dicht. Die anderen beiden, passt auf, dass sich keiner anschleicht. Ich würde gern verzögern. Also, ich würde gern einen Hinterhalt, wenn jemand an einem von unseren Jägern dran ist. Ja, sehr schöne Idee. Dann verzögerst du mit der 7 und wartest auf die Leichen. Ich möchte mich gern hier in zwischen diese Häuser begeben. Ja. Um mir zuzumachen. Okay, Bewegung ist kostenlos. Willst du noch was machen? Pistole ziehen, anlegen, aber so weit werde ich nicht schießen können. Also nein. Klar, das reicht. Ja. Ja, die kommen natürlich, die kommen auf dich zu und während sie dann auf dich zuwanken, kannst du dann in der perfekten Entfernung auf sie schießen. Ja, mit der rechten Hand gezogen, über die linke abgestützt, den ersten anvisiert und Zunder. Ein Erfolg.